Oh mein Gott, Leute, es ist soweit. Brawl Stars ist heute 2 Jahre alt geworden und es ist unglaublich krass, was heute alles angekündigt wurde. Haltet euch fest, denn die Sachen, die ich euch heute in diesem Video vorstelle, sind wirklich zu heftig. Könnte das vielleicht dafür stehen, dass vielleicht für einen Tag als Geschenk die Wahrscheinlichkeit für die legendären Brawler verdoppelt wird? Es gibt einfach mal 2 neue Brawler. Oh mein Gott. Und zwar wissen wir jetzt bereits schon, wie der neue Brawler aussieht. Es wurde bereits auf diesem Bild der neue Brawler angeteasert, Leute. Und zwar... Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf Benita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Mann, es ist heute soweit. Wir haben heute den 12.12.2020 und Brawl Stars ist heute 2 Jahre alt geworden. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben heute im Livestream zusammen auf den neuen Shop gewartet und wir haben auch schon die allererste Sache heute feststellen können. Und zwar hat jeder von euch, jeder Brawl Stars Spieler, jeder Brawl Stars Account hat einfach mal eine kostenlose Megabox bekommen. Wie krass ist das? Schaut euch das hier mal an. Einfach mal eine kostenlose Megabox. Und ich würde sagen, wir werden die auch hier direkt mal auf meinem Hauptaccount öffnen. Ich meine, ich kann hier nichts mehr ziehen, aber trotzdem, es geht einfach ums Prinzip. Ich werde mal gucken, ob ich auch nochmal so ein extra Video mache, wo ich auf jedem meiner 60, 70 Accounts diese kostenlose Megabox aufmache, denn es sind halt einfach mal 5,49 € quasi geschenkt. Und zusätzlich wurde angekündigt, dass ab heute bis zum einschließlich 24. Dezember jeden Tag ein kostenloses Geschenk für uns im Shop warten wird. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch jeden Tag bis 9 Uhr warten und dann gucken, was wir im Shop kostenlos bekommen. Ich bin unglaublich gespannt. Oh mein Gott, Leute, der neue Brawl Talk wurde auch jetzt schon angekündigt und es gibt einfach mal 2 neue Brawler. Oh mein Gott. Brawly Days Update, es wird zu heftig, Leute. Kostenlose Geschenke, ich bin unglaublich hyped. Wir sehen hier auch schon mal die Kontur bzw. den Schatten von dem neuen Brawler. Und einfach mal 2 neue Brawler, wie letztes Jahr zu Weihnachten. Ey, ich bin so hyped und der neue Brawl Talk kommt morgen am 13.12. um 17 Uhr. Das heißt, ich werde dann auch morgen wieder live auf den Brawl Talk mit euch reagieren. Der Brawl Talk geht übrigens 4 Minuten und 1 Sekunde. Und ich bin echt mal sehr gespannt, was dann morgen alles angekündigt wird. Es werden wieder richtig krasse Zeiten ab jetzt. Neuer Brawl Talk wurde angekündigt. Kostenlose Geschenke jeden Tag bis zum 24.12. Ich bin unglaublich gespannt. Eine coole Sache wissen wir bereits jetzt auch übrigens schon zu dem Update. Und zwar wird Present Plunder wieder dazukommen. Es haben einige Leute nämlich Brawl Stars Werbung bekommen und in dieser Brawl Stars Werbung haben wir tatsächlich Solo Showdown gesehen, beziehungsweise Present Plunder als Modus. Und da konnte man erkennen, dass statt den normalen Brawl Boxen wieder Geschenkboxen auf dem Feld platziert werden. So, Leute, das war aber immer noch nicht alles. Brawl Stars hat nämlich um 9 Uhr auf Twitter 2 richtig heftige Bilder gepostet. Und ihr wisst es, ich habe das letzte Bild schon komplett auseinander analysiert. Und genau das gleiche habe ich mit dem heutigen Bild auch gemacht. Und wir können einige richtig heftige Sachen feststellen. So, wir schauen uns erstmal das allererste Bild an. Auf dem ersten Bild sehen wir rechts das Snowtail von Mr. P und auf der linken Seite sehen wir den Shop von Colette. Was auf der rechten Seite auffällt, wir haben wieder den Nutcracker Gale, das heißt, der wird wahrscheinlich auch in diesem Update dann jetzt kommen, also ich gehe da sehr von aus. Und eine weitere Sache, die in diesem Bild ebenfalls gefunden wurde, und zwar... Leute, es wird sehr wahrscheinlich einfach mal der alte Brock zurück ins Spiel kommen. Ihr könnt euch ja vielleicht auch daran erinnern, und zwar kam letztes Jahr am 24.12. der Classic Ricochet Skin kostenlos in den Shop rein. Den konnte man damals am 24.12. einsammeln. Und ich gehe mal davon aus, dass genau das gleiche auch mit diesem Brock Skin passieren wird. Auf der rechten Seite ist sonst nichts Besonderes mehr. Was interessant ist, ist tatsächlich auf der linken Seite. Da haben wir zum einen
tatsächlich einen neuen Pin, den wir bereits jetzt schon erkennen können, der sehr wahrscheinlich dann jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage kommen wird. Ich denke jetzt einfach mal, es wird ein kostenloses Shop-Geschenk sein. Und zwar einen Weihnachtsbaum-Pin, der versteckt sich hier hinter der Nita, Leute. Dann sehen wir hier in Colettes Shop einfach mal einen Gem. Dieser Gem könnte vielleicht dafür stehen, dass wir vielleicht auch einen Tag, vielleicht auch am 24.12. einfach mal kostenlose Juwelen bekommen. Wie heftig wäre das denn? Ich würde mich mega darüber freuen. Und eine weitere Sache fällt auf. Und zwar ist hier ein Foto aufgehängt. Und dieses Foto, das kommt uns doch bekannt vor. Ja, Leute, könnt ihr euch nämlich noch an diesen Typen hier erinnern? Und zwar ist es einfach mal der alte Direktor vom Starpark. So, und was hat dieses Bild von dem Starpark-Direktor zu bedeuten? Das ist auch wieder ein sehr, sehr guter Hinweis darauf, dass im nächsten Update höchstwahrscheinlich wieder etwas mit Starpark passieren wird. Und ihr wisst es, Leute, ich bin unglaublich hyped auf Starpark und allgemein, was damit noch passieren wird. Noch eine letzte Sache, die uns auf dem ersten Bild auffällt. Hier haben wir tatsächlich einen Schal. Der hängt hier bei dem Shop von Colette. Ich glaube, der Schal gehört zu Colette, aber er sieht ein bisschen anders aus als ihr eigentlicher Schal. Deswegen schreibt mal gerne rein. Könnte es vielleicht der Schal von dem neuen Brawler sein? So, es wurde auch noch ein zweites Bild gepostet. Und hier können wir auch wieder ein paar Sachen feststellen. Zum einen haben wir hier ganz grob auf der rechten Seite Retropolis. Und auf der linken Seite haben wir Taras Bazaar. So, und was können wir jetzt hier feststellen? Zum einen sehen wir auf der rechten Seite wieder diesen Kontrast zwischen Max, Surge und den bösen Skins, also dem Jackie-Skin, dem Tick-Skin und dem B-Skin. Das war noch nicht alles. Wir erkennen hier ebenfalls ein goldenes Markensymbol und ein X2-Symbol daneben. Ich habe auf den ersten Moment gedacht, dass halt einfach dafür steht, dass Markenverdoppler wieder kommt. Beziehungsweise einfach Markenverdoppler irgendwie umsonst erhält. Sind, aber Markenverdoppler sind ja nicht so golden. Könnte das vielleicht dafür stehen, dass vielleicht für einen Tag als Geschenk die Wahrscheinlichkeit für die legendären Brawler verdoppelt wird? Alter, Leute, stellt euch das mal vor, wie heftig das wäre. Allgemein, so eine Möglichkeit, dass man Wahrscheinlichkeiten für einen Brawler, dass man den ziehen kann, oder eine Brawler-Seltenheit, dass man die ziehen kann, dass man die verdoppeln kann, wäre schon sehr, sehr heftig. Ist aber nur eine Theorie. So, was können wir noch feststellen? Wir haben rechts unten ein kleines Schild aufgestellt und da sehen wir einfach mal ein Ei. Und nein, ich bin es diesmal nicht, sondern wir sehen den guten Bo. Und wir sehen Bo als Ei. Wie witzig wäre das einfach, wenn wir als Geschenk von Supercell einfach ein Bo-Ei-Skin bekommen. Oh mein Gott, ich würde das so nice finden. Also ich meine, natürlich haben die diesen Skin dann nur für mich gemacht, Leute, ne? Ihr wisst Bescheid. Also wenn da ein Ei-Skin reinkommt, dann ist das wegen meiner neuen Haarpracht als Inspiration entstanden. Nein, Spaß, Leute, ihr wisst es ja. Letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr im April, ich weiß nicht mehr ganz genau, da wurde ja auch schon mal Pam zu einem Ei gemacht. Und wir haben jetzt Bo als Ei. Es gibt noch eine weitere Sache, die wir hier auf diesem Bild erkennen können. Und zwar wissen wir jetzt bereits schon, wie der neue Brawler aussieht. Es wurde bereits auf diesem Bild der neue Brawler angeteasert, Leute. Und zwar sehen wir nämlich unten rechts, noch ein bisschen weiter rechts neben Bo, eine Silhouette, beziehungsweise einen Oberkörper, einen Kopf. Mich erinnert das ein kleines bisschen an Leon, nur in einer anderen Farbe. Und man kann hier ganz, ganz klein sehr wahrscheinlich schon den neuen Brawler erkennen. Es ist so unglaublich klein, ich kann da nicht mal gut genug ranzoomen. Ah, ich muss da mal im Schnitt gucken, dass die Leute das vielleicht ein bisschen besser kennen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das hier der neue Brawler sein könnte. Beziehungsweise, ich glaube, wird sogar so weit gehen und sagen, dass das der neue Brawler ist. Ja, Leute, das sind tatsächlich alle Infos, die ich euch mitgeben kann. Neues Brawl Stars Update, neuer Brawl Talk, unglaublich krasse neue Geschenke, ich bin unglaublich hyped. Ihr könnt euch gerne nochmal die Bilder angucken und mir vielleicht nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch irgendwas Interessantes gefunden habt. An der Stelle würde ich mich sagen, war es jetzt hier mit dem Video. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Brawl Stars Video. Bis dann, Leute, und ciao. Ciao.